Hallo und herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute habe ich euch wieder eine Trading-Abzockerin mitgebracht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Steiner, ist das richtig? Mhm. Ja, hallo, freut mich. Ich bin die Christina Hofer, ich komme vom Global Financial Market. Sie haben sich bei uns registriert, um ein Handelskonto zu eröffnen und um Geld zu verdienen, sozusagen passives Einkommen zu generieren. Ist das richtig so? Weiß ich nicht, wann habe ich mich denn registriert? So um 2 Monate her steht bei mir da. Ach so, das könnte möglich sein, ja. Ja, ja, das ist ja sehr gut. Das ist richtig so. Das ist schön. Na gucke, die scheint sich also richtig zu freuen, dass er mal einen Kunden dran hat, der nicht gleich ausrastet, so wie sich das anhört. Das ist ja sehr gut. Das ist ja schön. Aha. Ich kann Ihnen ein paar Details zu unserer Brokerfirma erzählen, oder? Mhm. Schauen Sie mal, also wir sind schon seit 7 Jahren auf dem Markt, eine Brokerfirma, und wir handeln mit Finanzen sozusagen. Wir haben die besten Finanzanalytiker, die Ihnen dann zur Seite stehen, 24/7, und mit Ihrem Geld traden, wenn Sie selber keine Erfahrung haben. Aha, 24/7 sitzen da also die Finanzklopse. Mhm. Nur komisch, dass die Börse irgendwie ganz normale Öffnungszeiten hat. Also ich weiß sie jetzt nicht aus dem Kopf, aber es sind auf jeden Fall Zeiten, wo man in Ruhe ausschlafen kann und naja, auch relativ früh ins Bett kann. Die Börse ist auf jeden Fall nicht den ganzen Tag auf und auch nicht so lange wie die Geschäfte, die vor eurer Haustür irgendwo zu finden sind. Mal davon abgesehen, am Wochenende ist die Börse auch zu. Haben Sie selber Erfahrung? Dann helfen Ihnen die Finanzanalytiker einfach an einer Investmentstrategie für Sie, individuell für Sie angepasst und zugeschnitten, damit Sie Geld verdienen können nebenbei. Damit Sie Geld verdienen können nebenbei. Damit Sie Geld verdienen können nebenbei. Aha. Damit Sie Geld verdienen können nebenbei. Mhm. Da ist wohl jemand fast ehrlich gewesen, ne? Mhm. Mhm. Haben Sie denn generell Interesse oder schon Erfahrung? Erzählen Sie mal ein bisschen. Ja, Interesse habe ich da schon, ja. Und womit wird denn da gehandelt? Tut mir leid, ich habe jetzt sehr schlecht verstanden. Moment, womit wir handeln? Ja, genau, womit handeln Sie denn? Ja, schauen Sie, wir können mit entweder mit Kryptowährungen handeln, sprich zum Beispiel, was jetzt gerade sehr im Trend ist, ist halt Bitcoin, Ethereum, Shiba Coin. Aber wir handeln genauso mit Rohstoffen wie mit Silber und Gold, aber auch mit Aktien natürlich, also zum Beispiel in Aktien von Amazon, von Tesla, von Apple. Man kann aber auch zum Beispiel, was jetzt natürlich sehr aktuell ist mit der Pandemie, sind Impfstoffe, sprich Pfizer, AstraZeneca zum Beispiel. Man kann mit verschiedenen Sachen handeln und Sie können natürlich das, was Ihnen lieber ist oder was Sie bevorzugen, dann den nächsten Schritt mit unserem Finanzanalytiker gehen. Das ist eben dann die nächste Abteilung. Ich bin nur ein Account Manager und ich bin dafür da, um Ihr Handelskonto zu aktivieren, weil das ist inaktiv und ich kann Ihnen dabei behilflich sein, das zu aktivieren, damit Sie dann, ja, damit der Finanzanalytiker mit Ihnen zu arbeiten beginnen kann. Mhm. Haben Sie schon Erfahrung gesammelt, Herr Steiner? Ja, ja. Ja, gute Erfahrung oder nicht so gute Erfahrung oder mit welchen Firmen oder selber getradet? Also wenn ich immer selber getradet habe, waren das immer gute Erfahrungen und wenn ich mir so alle anderen Angebote angehört habe, die würde ich mal so als schlechte Erfahrungen zusammenfassen, ohne dass ich Geld investiert habe. Achso, ohne dass Sie Geld investiert haben. Ja. Ah, okay, ja, das ist ja schon mal gut. Dann haben Sie ja schon mal keinen Verlust gemacht. Das ist ja schon mal super. Mhm. Schauen Sie, bei uns ist es nur so, dass wir auch eine Garantieerklärung ausstellen, beziehungsweise wenn Sie dann eben das Handelskonto aktiviert haben, kriegen Sie von uns eine Garantieerklärung zugeschickt, wo alles erklärt ist, dass sozusagen mit Ihrem Startkapital, mit dem Sie anfangen bei uns und in unsere Firma, in unser Handelsaccount einsteigen, sozusagen, dass damit kein Cent verloren werden kann, sondern Sie nur Gewinne machen. Verstehen Sie? Ja, und das ist auf jeden Fall gelogen, denn man kann nicht versprechen, dass man auf der Börse nur ausschließlich Gewinne macht und definitiv nichts verlieren wird. Denn so funktioniert die Börse einfach nicht. Also mit unseren Finanzanalytikern, mit unserem Risikomanagement-Team können Sie sozusagen Gewinne erwirtschaften. Und am Tag sind es zwischen
so 15 bis 20 Dollar auf jeden Fall, so aus Erfahrungswert, wissen Sie. Je nachdem natürlich, mit wie viel Sie einsteigen. Ja, aber Sie wissen schon, dass so eine Garantie absoluter Blödsinn ist auf dem Börsenmarkt. Die kann keiner geben. Niemand weiß, wie morgen die Börse tickt. Nein. Ich meine ja die Garantieerklärung nicht für die Sicherheit und sozusagen hundertprozentige Garantie, dass Sie Gewinn machen, sagen wir mal jeden Tag. Doch, das haben Sie gerade so gesagt. Mindestens 20 Dollar. Eine Garantieerklärung, dass mit Ihrem Startkapital nichts passieren wird. Also nicht so wie die anderen, die dann sich mit der Kohle aus dem Staub machen, nachdem man das eingezahlt hat und nichts mehr auszahlen kann. Nein. Sie können sich das Geld jederzeit ausbezahlen lassen, innerhalb von 7 Tagen. Die ersten 7 Tagen können Sie auch einfach sagen, nee, ich habe doch kein Interesse, können Sie wieder aussteigen. Aber wie gesagt, das Geld können Sie sich jederzeit ausbezahlen lassen. Sie können sich unsere Website anschauen, die MetaTrader 5 App, mit der wir arbeiten, da ist eben dann Ihr Handelskonto und Ihr Kundenprofil, wo Sie dann die Transaktionen sehen, alle Abläufe, alle Verläufe, was mit dem Geld passiert, und Sie können sich das Geld eben jederzeit ausbezahlen lassen auf Ihre, sagen wir mal, Girokarte, oder wenn Sie mit einer Kreditkarte einsteigen, dann natürlich auf Ihre Kreditkarte zurückzahlen. Ja, wieder jede Menge Scheiße aneinandergereiht. Ja, also wie will sie mir bitte schön garantieren, dass mein Geld, was ich einzahle, dass ich das auch aus der Börse wieder rauskriege? Denn so funktioniert die Börse einfach nicht. Da gibt's auch keine, also an der Börse gibt's auch keine 7 Testtage oder irgend so ein Scheiß. Und auch keine Probezeit. Wenn Kohle weg, dann Kohle weg. So funktioniert die Börse. Ich meine, irgendwo müssen ja Gewinne an der Börse herkommen. Und die Gewinne, die kommen aus euren Verlusten und nirgendwo anders her. Das heißt, das Geld, was ihr letztendlich da einzahlt, das kann jederzeit weg sein und irgendjemanden anderen sein Gewinn sein. So ist das einfach. Deswegen kann man das mit Pferdewetten vergleichen. Wenn ihr aufs falsche Pferd setzt, ist die Kohle weg und jemand anders bekommt das Geld. So ist es letztendlich einfach. Die Börse ist natürlich im Gesamtkonstrukt ein bisschen komplizierter, aber auch was ich ja erzählt habe mit der Kreditkarte, dass ich da einfach so drauf auszahlen kann. Nein, das geht nicht. Auf einer Kreditkarte kann man nicht einfach so Geld auszahlen. Es gibt Kreditkarten, auf denen das möglich ist. Ja, aber die sind nicht gerade unbedingt in der Überzahl bei uns in Deutschland zu bekommen. Das ist alles technisch möglich, das hatten wir auch in den Kommentaren schon. Aber eine Kreditkarte heißt immer, ich gehe mit diesem Konto ins Minus. Und wenn da nicht schon Minus drauf ist und ich überweise da was, also angenommen, die Kreditkarte steht jetzt auf 0 Euro und ich überweise 100 Euro da drauf, kriegt ihr die 100 Euro sofort zurück. Weil letztendlich ist ein Kreditkonto ein Minuskonto. Die verdienen nur an euch, wenn die Minus auf diesem Konto haben. Sie können aber genauso zum Beispiel, wenn Sie schon ein Wallet besitzen, zum Beispiel ein Trust Wallet, ne, wie man das kennt, zum Beispiel so eine App, dann kann man das Geld auch direkt vom Geld, von einem Geldbeutel in unseren Geldbeutel von eben der MetaTrader 5 App rüber überweisen, was halt auch viele Klienten von uns machen. Wie heißt Ihre Firma nochmal? Meteor, MetaTrader 5. Nee, das ist ja nicht Ihre Firma. Ja, jetzt haben Sie wieder von jemandem 250 Euro gerade abgezockt, ne? Wie bitte? Ich sag, jetzt haben Sie wieder von jemandem 250 Euro abgezockt, sag ich. Nein, 250 Euro kann man bei uns einsteigen. Bei uns. Ja, aber die Leute haben ja gerade geklatscht, also haben Sie irgendwo erfolgreich von jemandem Kohle gerade ergaunert. Sie verstehen es nicht ganz. Naja, doch. Das ist eine Trader-Firma. Ja, aber da klatscht man doch nicht. Das ist doch unseriös, wenn am Hintergrund geklatscht wird. Also bei mir war das Klatschen vielleicht die Musik im Hintergrund, die gerade spielt. Das war nicht die Musik, da haben Leute im Hintergrund geklatscht. Na und das Gute ist, wir sind hier auf YouTube und können den Scheiß auch beweisen, dass es definitiv im Hintergrund geklatscht hat. Ja, jetzt haben Sie wieder von jemandem 250 Euro gerade abgezockt, ne? Also offensichtlicher geht's ja nicht. Und sie ist der Meinung, da hat's nicht geklatscht. Das war vielleicht die Musik im Hintergrund. Natürlich, ganz logisch. Und eine Bimmel hat auch geklingelt. Ich verstehe es nicht. Sie haben dann wahrscheinlich irgendwie schlechte Erfahrungen gesammelt, wenn Sie die ganze Zeit so die böse Sachen sagen. Nee, ich beschäftige mich nur schon seit längerem mit dem Thema. Und ich weiß, wann die Leute im Hintergrund klatschen und die Glocke klingelt. Immer dann, wenn ihr jemanden beschissen habt. Wir beschaffen keinen. Wie gesagt, mit einer Garantie. Ja, aber jetzt, wie heißt jetzt nochmal eure Firma? Weil die Frage habe ich ja noch nicht beantwortet bekommen.
Wir sind eine lizenzierte Firma, unser Hauptsitz wie die heißt. Ist in London. Ja, das interessiert mich Meteor. Gerade nicht. Nee, MetaTrader 5 heißt ihr nicht, das ist das Programm. Ja, genau, das ist das Programm mit unserer Plattform. Hm. Und unsere Firma heißt Meteor. Meteor. Ich kann Ihnen eine E-Mail zukommen lassen, da können Sie unsere Lizenz unsere Lizenz aufmachen, unsere Lizenz anschauen, durchschauen. Und wir haben auch eine Steueridentifikationsnummer, die Sie auch aufmachen können. Eine Website öffnet sich, dann können Sie Step by Step sich da einfach durchklicken. Das heißt Meteor Investments, die Firma. Hm. Haben Sie davon schon mal was gehört? Nö. Nö. Ja, aber jetzt hatte ich Zeit zum Googlen. Also wenn man die Firma bei Google eingibt, tja, dann kriegt man da eine Fake-Seite, wo angebliche Lizenzen hinterlegt sind. Ja, aber die Firma ist nicht lizenziert. Also man kann nirgendwo offizielle Aussagen finden, dass diese Firma auch wirklich so existiert und dass die auch wirklich irgendwo registriert ist. Alles, was es davon gibt, sind Fake-Seiten mit irgendwelchen Fake-Bewertungen, die alle ja fake-mäßig extrem übertrieben positiv klingen. Ja, das ist im Übrigen auch ein großes Problem, was bei den Betrügern immer häufiger wird. Man findet tatsächlich so Seiten wie, ihr kennt ja so diese Trust-Seiten, wo man die Bewertungen lesen kann über irgendwelche Seiten. Entweder kann man sich da auch einfach Bewertungen kaufen, nicht bei der Firma selbst, sondern von Drittanbietern, die dann da einfach in eurem Namen oder für euren Namen positive Bewertungen hinterlassen. Dann gibt es tatsächlich auch die Möglichkeit, für ein paar wenige Euro sogar schlechte Google-Bewertungen löschen zu lassen, was ganz einfach für mich Betrug ist, wenn man schlechte Bewertungen löschen lassen darf, einfach so. Denn letztendlich hat eine schlechte Bewertung immer irgendeine Relevanz. Selbst wenn sie vielleicht übertrieben und extrem viel zu heftig ist, denn die meisten Leute benutzen entweder nur einen oder fünf Sterne, aber niemals ein Ding dazwischen, weil wer was zu kotzen hat, naja, da findet die ganze Firma auch scheiße, ist ja logisch. Und wer eine Firma gut findet, naja, gut, da könnte man vielleicht sagen, dass man dann vielleicht nur 4 Sterne vergibt. Keine Ahnung, wenn das Geschäft nicht ordentlich geputzt war. Ist ja oft so. Ne? Also über Bewertungen kann man sich streiten. Das Problem ist aber, dass selbst bei seriösen Bewertungsplattformen, da kann man sich Fake-Accounts erstellen und letztendlich einfach auch positive Bewertungen hinschreiben. Und die Betrüger machen es noch einfacher. Die schreiben einfach ihre Rezensionen komplett selbst, erfinden irgendwelche Trading-Testseiten betiteln die ganzen illegalen Trading-Seiten als seriös. So geht es natürlich auch. Von daher sollte man sich auch nicht unbedingt immer auf den ersten Test, den man findet, verlassen, sondern wirklich ein bisschen tiefer graben. Wollen Sie, haben Sie WhatsApp? Ich kann Ihnen einfach, oder gerade Zeit, dann würde ich Ihnen ja, aber das ist ja schon wieder das nächste Unseriöse. Also mal davon das abgesehen, ist das nicht unseriöse? Na ja, natürlich, über WhatsApp macht man keine Bankgeschäfte. Da macht man gar nichts was Sie mit irgendwelchen Kunden. Sie machen keine Bankgeschäfte ja. Über WhatsApp. Ja, ja, aber man fragt auch nicht als Bank nach WhatsApp. Unsere, ich habe eine Business-WhatsApp-Nummer, von der ich mit ja, meinen ja, Kunden aber kommuniziere. Das ist richtig, aber nicht in der Bank, das macht man nicht. Genau so sieht's aus. Natürlich gibt es WhatsApp Business. Man kann für WhatsApp ein Handy einrichten oder sogar einen Computeraccount, wo man Kundenservice über WhatsApp abwickeln kann. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch auch hier diesen Online-Arzt, wo man Online-Krankenscheine bestellen kann. Das läuft auch über WhatsApp ab. Aber das ist ja auch eher so eine Schnulli-Huschi-Fuschi-Geschichte. Man macht aber keine seriösen Bankgeschäfte über WhatsApp. Ich meine, wir reden hier letztendlich bei WhatsApp vom Konzern Facebook. Aber ich glaube nicht, dass Facebook unbedingt mitlesen sollte, wenn wir da irgendwelche Bankgeschäfte machen. Mal davon abgesehen, dass WhatsApp ist eher so eine Spielerei-App für Freizeitgestaltung und Nachrichten austauschen. Da würde ich jetzt nicht unbedingt irgendwelche sensiblen Daten einfach so reinschicken oder mitschicken. Genauso wie man in WhatsApp auch keine Personalausweisdaten versendet. Denn man weiß nie, was Facebook denn letztendlich so alles speichert. Nicht umsonst sind sie mittlerweile in Meta umbenannt worden, weil Facebook sich mittlerweile trennen musste oder in kleinere Bereiche aufteilen musste mit verschiedenen Unterfirmen. Facebook besitzt ja Instagram, WhatsApp und ganz viele Firmen, von denen wir so erstmal offensichtlich gar nichts wissen, weil solche Konzerne werden immer größer. Und dann werden die natürlich auch irgendwann zerschlagen. Aber worauf ich hinaus möchte, umso größer der Konzern, also wie auch YouTube hier, alles, was ihr hier schreibt, sagt und denkt und tut, das locken die mit, die schreiben das auf. Und solche Großkonzerne kennen euch teilweise besser als ihr selbst. Das geht so weit, dass Amazon, da gibt es auch offizielle Belege drüber, dass Amazon an eurem Einkaufverhalten feststellen kann, ohne dass ihr es selber wisst.
bei Frauen, dass die zum Beispiel schwanger sind. Und dann schlägt Facebook zum Beispiel schon mal Babysachen vor, ohne dass ihr überhaupt selbst wisst, dass ihr bereits schwanger seid. Das kann man natürlich ganz logisch davon ableiten, wie Menschen sich verhalten. Und wenn man da genug Daten gesammelt hat und viele Frauen, die als am Anfang der Schwangerschaft stehen, eben so ein Musterverhalten an den Tag legen. Ich meine, wir Menschen leben alle in Mustern und jeder Mensch macht ja doch irgendwo auch das Gleiche, auch wenn wir alle unterschiedlich sind. Aber man kann aus diesen Mustern einfach auch rauslesen, was der Mensch mag, was der Mensch macht und was bald kommt bei diesem Menschen. Und da kann man passende Produkte anbieten. Und von daher, wenn man dann schon bei solchen Geschäften ist, dann möchte ich nicht unbedingt, dass da dann auch noch Facebook auch noch mitliest. Von daher finde ich sowas überhaupt nicht seriös. Kann man alles machen für einen Kundenservice, wenn man so Kleinigkeiten hat, so Fragen. Aber bei einer Bank bin ich da komplett raus. Also meine Bank möchte ich nicht unbedingt in WhatsApp nutzen. Das macht man einfach nicht. Nicht seriös. Mal davon abgesehen, eure Google-Bewertungen sind ja auch mal absolute Katastrophe, ne? Unsere Google, haben Sie jetzt schon unsere Firma aufgemacht, oder? Ja, ja, bin da gerade dabei, so das alles mal zu überprüfen. Soll ich Ihnen eine E-Mail schicken mit unserer Lizenznummer, mit unserer Steueridentifikationsnummer, dann können Sie sich da ein bisschen reinlesen. Ja, steht es nicht bei euch auf der Webseite? Sind Sie schon bei Meteor Investment Management? Ja, würde ich jetzt so behaupten, ja, das ist die Seite. Ist das so mintgrün? Nein. Ja, dann ist das hier wahrscheinlich der Originalname, wo das herkommt. Moment, Meteor. Ich lasse Ihnen jetzt einfach mal eine E-Mail zukommen. Die landet wahrscheinlich bei Ihnen im Spam-Ordner, weil das oft so passiert. Ja, und auch wenn E-Mails im Spam-Ordner landen, sollte man sich Gedanken darüber machen, warum diese Firma im Spam-Ordner landet. Ja, es gibt auch seriöse E-Mails, die im Spam-Ordner landen, von seriösen Firmen. Das hat was damit zu tun, dass E-Mails werden ja oftmals automatisch verschickt. Und gerade Google, die sind da rigoros, die schieben euch alles in Spam, was irgendwie nach Spam aussehen könnte. Da zählt Google mit, wie viele Links sind da in dieser E-Mail drin und wenn eine gewisse Anzahl überschritten wird, dann gilt das schon als Spam, selbst wenn es keiner ist. Und manche E-Mails, da müssen halt auch einfach gewisse Links drin sein, aus rechtlichen Sachen schon, oder damit es halt schöner ist, übersichtlicher und so weiter. Aber grundsätzlich, wenn von eurer Bank, ne, also wir reden jetzt ja immer noch über Bankgeschäfte, wenn da was im Spam-Ordner landet, naja, ist auch schon komisch, ne? Weil mir ist das persönlich noch nie passiert, dass von einer ganz normalen, herkömmlichen Bank irgendwas im Spam-Ordner gelandet ist. Das hat auch was damit zu tun mit der IT-Administration. Da muss man selber immer ein bisschen ein Auge offen halten. Ich war mit meiner Firma damals auch schon mal im Google-Spam drin und in der Blacklist quasi, also Blacklist im Sinne von schwarze Liste, das sind die schwarzen Schafe, die müssen alle gleich in Spam, egal was der da verschickt. Da kann man sich aber als Programmierer dann letztendlich auch wieder rausholen, indem man das ganz einfach an Google meldet. Und ist auf jeden Fall ein ganz schlechtes Zeichen, dass die hier schon im Spam-Ordner landen und eigentlich ein seriöses Unternehmen sein sollen. Gleichzeitig sieht man bei Google alles voll mit negativen Bewertungen und mit der Lizenz fängt es ja hier auch schon rum zu eiern, dass man die angeblich nur irgendwie per E-Mail findet. Also, dass sie das zuschicken müssen, ist ja auch schon bescheuert. Das hat auf der Webseite einfach drauf zu stehen und zwar so, dass es der Kunde sofort findet, wenn er danach sucht. Ja, ja, das ist auch meistens dann so, wenn es dann irgendwelche Abzockerfirmen waren, dann landet sowas im Spam, richtig. Herr Schreiner, Sie sind irgendwie nicht kooperativ und Sie wollen mit mir einfach nur diskutieren. Ich möchte Ihnen einfach ein Angebot machen, dass Sie Geld verdienen, passiv. Das Geld ja, aber ist ja, dann für das ist ja schon wieder Sie der arbeiten, nächste Sie Punkt noch. Ihnen? Das ist ja schon was wieder der nächste? Naja, der nächste was Punkt, dass sie ungefragt anrufen. Das habe ich nicht erlaubt. Das ist wie ja dann ungefragt. Noch. Ja, so wie das Wort heißt, ungefragt. Das, naja, Moment, schauen Sie mal. Sie haben doch irgendwo sich angemeldet. Mit Ihrer E-Mail, mit einer Telefonnummer. Ja, es war kein Opt-in zum Anrufen. Das ist keine Erlaubnis dazu. Das ist in Deutschland gesetzlich geregelt. Nein, dann haben Sie wahrscheinlich, ich weiß, wie es in Deutschland geregelt ist. Ich bin selber aus Deutschland. Aber dann würden Sie ja nicht anrufen. Die Datenschutzerklärung, der haben Sie zugestimmt. Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Sie brauchen ein Double Opt-in. Telefonwerbung hat nichts mit Datenschutzerklärung zu tun. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Sie brauchen ein Double Opt-in, um in Deutschland jemanden anrufen zu dürfen. Das heißt, Sie brauchen von mir, Sie brauchen von mir eine gesonderte Genehmigung, damit Sie mich anrufen dürfen. Entweder schriftlich, extra gesetztes Häkchen, oder es muss ein Automat bei mir anrufen, der mir eine PIN durchgibt. Hierzu kann ich gleich noch sagen, dieses extra gesetzte Häkchen, naja, das ist auch mit Vorsicht zu genießen, denn rechtlich sauber ist das mittlerweile auch nicht mehr. Das gesetzte Häkchen, das kann ja letztendlich jeder machen, der eure Daten hat und die dann dort einfach einträgt. Das heißt, eigentlich muss man es entweder mit Unterschrift schriftlich machen, man kennt es ja nicht anders. Man hat es ja ganz, ganz oft, dass man so einen Beizettel hat oder so ein, wo man eine zweite Unterschrift setzen muss, zwecks Werbeanrufe. Das ist dann in Ordnung, wenn ihr da handschriftlich drauf unterschreibt oder elektronisch drauf unterschreibt. Und genauso sieht es auch aus, wenn ihr das online macht. Da kommt dann letztendlich dieser Kontrollanruf, der den PIN durchgibt. Man gibt den PIN ein und schon können sie sicher sein, dass da keine Scheiße mitgetrieben wird. Einfach nur ein Häkchen setzen, das reicht mittlerweile nicht mehr. Und in den Datenschutzbestimmungen, da kann es sowieso nicht drinstehen. Denn die sagen eigentlich nur, wie die Firma den Datenschutz handhabt. Mehr kann da gar nicht drinstehen. Und in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, da werden nur die Rahmenbedingungen des Vertrages reingeschrieben. Also welche Rechte und Pflichten für beide Seiten sind, mehr ist das nicht. Da kann man aber nicht sowas drin verstecken wie Werbeanrufe. All diese drei Sachen haben Sie nicht erfüllt. Moment einmal, ich verstehe es nicht. Sie sind in meiner Kundendatenbank. Sie haben meine Telefonnummer hinterlassen, ja? Auf die ich zugreifen kann und darf. Ja, bedeutet aber nicht, dass Sie anrufen dürfen und Werbung am Telefon machen dürfen. Das ist, das dürfen Sie nicht. Werbung am Telefon? Ich möchte Ihren Account freischalten. Ja, es ist ja Werbung. Es ist Werbung. Sie bieten mir hier einen Account an und das ist Werbung. Es geht um Geld. Sie haben sich die Werbung angeschaut, haben sich angemeldet, haben sich registriert, aber das Handelskonto, den Account nicht freigeschaltet. Das ist meine Arbeit, was ich mache als Accountmanager und dafür bin ich zuständig. Deswegen rufe ich Sie an. Ja, so wie sie das erklärt, hat sie also einen Job, der absolut illegal ist. Denn letztendlich darf man euch nur anrufen, wenn ihr bereits ein Geschäft abgeschlossen habt und die Firma einfach nur nochmal eine Rückfrage hat. Wenn es aber eigentlich nur darauf abzielt, dass ihr Geld ausgeben sollt und selbst wenn es nur Geld verschieben ist auf ein anderes Konto, dann ist das letztendlich, das ist ja eine Dienstleistung, was die einem anbieten. Die nehmen ja da auch dann letztendlich angeblich, was ja alles nicht stimmt, von den Profiten nachher irgendeine Gebühr. So läuft es zumindest auf dem richtigen Trading-Markt. Naja, aber letztendlich bieten die ja eine Dienstleistung an und die fordern euch ja da auf, Geld für diese Dienstleistung erstmal überhaupt einzuzahlen, damit man die angeblich bekommt. Das ist eine Kaltakquise, weil letztendlich habe ich nicht erlaubt, dass sie mich anrufen dürfen. Also ist das ja ein illegaler Werbeanruf. Sie brauchen mich jetzt da gar nicht so angehen. Ich gehe Sie ja nicht an. Ich sage Ihnen das nur, dass das illegal ist, was Sie machen. Na, das sehe ich so nicht, weil sonst würde ich hier nicht. Ja, ob Sie das so sehen, das interessiert erstmal das Gesetz nicht. Na, also das, ob Sie, was Sie selber so sehen, das ist eine eigene Entscheidung und die hat nichts mit dem Gesetz zu tun. Naja, Daten darf man offiziell nicht an Dritte weitergeben, aber die Daten haben Sie selber offiziell ausgefüllt und zur Verfügung gestellt. Ja, aber das deswegen bedeutet nicht, dass Sie dann darauf anrufen dürfen. Nun ja, sie redet ja jetzt hier selbst von Dritten. Dritte dürfen das nicht weitergeben, Datenschutz, bla 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 bla. Ja, genau so sieht's aus, denn ich habe mich auf einer Partner-Webseite von denen angemeldet und nicht bei denen. Die Daten von mir wurden hindurch einfach weitergegeben, einfach ohne nachzufragen. Wurde ich dann bei einer ganz anderen Firma registriert. Ich wusste vorher nicht, wo ich rauskomme. So funktionieren diese Trading-Werbe-Webseiten. Ihr habt einfach irgendeine komplett bekloppte Webseite vor euch, die aussieht wie aus den 90er Jahren, wo man sich schon denkt, ach du Scheiße, was kann der Programmierer eigentlich überhaupt? In welchem Jahrhundert hat denn der gelebt? Dann tragt ihr eure Daten da ein, tja, und dann öffnet sich irgendeine Webseite und tragt ihr euch morgen dort nochmal ein, dann kommt ihr auf einer ganz anderen Webseite raus. Und was hier auch auffällt, dadurch, dass ich ja verschiedene Namen benutze, die trage ich alle einmal ein und kein zweites Mal. Naja, aber komischerweise rufen dann auch 1000 andere Firmen für die gleichen Namen nochmal an, also verkaufen die Daten auch einfach untereinander. Also es ist kompletter Blödsinn, was die da von sich gibt. Das ganze Ding ist und bleibt illegal. Ach so, dann schaue ich mir einfach die Nummer an und denke mir so, ja,
den darf ich jetzt nicht kontaktieren oder nee, da gibt es ja Gesetze für. Da gibt es ja Regularien, wie man da vorgehen muss. Und die haben sie nicht erfüllt. Haben Sie denn noch nie irgendwie Briefe per E-Mail oder so bekommen? Kennen Sie sich damit aus? Ja, damit kenne ich mich auch aus. Per E-Mail darf Ihnen aber jeder schreiben, oder? Nee, ebenso nicht. Dazu brauchen Sie auch ein Opt-in. Solange es keine Werbung beinhaltet, darf jeder was schreiben. Darf ich Ihnen lassen, dass Sie sich das mal einfach mal anschauen? Oder sagen Sie nein? Ja, ich sehe hier gerade einen Eintrag bei der BaFin über Sie. Der ist ja auch gerade nicht so besonders, ne? Was sehen Sie gerade? Tut mir leid, ich hab's nicht. Die BaFin warnt vor Ihrem Unternehmen. Auf der BaFin-Webseite. Da steht eine klare Warnung drin. Ich hab's vor mir. Ich kenne mich damit aus. Sie brauchen sich gar nicht rausreden. Ich hab das vor mir. Ich kenne mich damit aus. Okay, machen wir es so. Ich schicke Ihnen eine E-Mail. Sie schauen sich das nochmal an. Können sich jederzeit bei mir melden. Und wenn Sie kein Interesse haben, ich kann Sie gerne morgen einfach als Callback nochmal anrufen, dann sagen Sie, nein, ich habe kein Interesse und dann werden wir zusammen Ihre Daten hier rauslöschen und Ihren Account deaktivieren, beziehungsweise der ist ja nicht aktiviert, aber Ihre Daten sozusagen aus unserem System löschen. Ja, das ist mir egal, was Sie damit machen, aber letztendlich haben Sie keine Werbeerlaubnis. Sie werden halt dann weiter angerufen. Von meinen Kollegen, von vielen Kollegen werden Sie angerufen. Ja, das ist klar. Das ist logisch. So arbeiten halt die Betrügerfirmen. Und wie gesagt, die BaFin warnt vor Ihrem Unternehmen. Na, also hier steht tatsächlich drin, dass wenn man da Geld einzahlt, dann war's das. Also nichts anderes als bei den anderen Abzockerfirmen. Das stimmt so nicht. Weil haben Sie es denn selbst schon mal probiert? Ja, ich trade selber, auch genau. Mit Bitcoin. Aber Sie wissen schon, dass Sie in Ihrem eigenen Unternehmen gar nicht traden dürfen, ne? Das wissen Sie schon. Ich tue nicht in meinem eigenen Unternehmen traden, weil ich ja, und woher wissen Sie und woher wissen Sie dann, dass Ihr eigenes Unternehmen das auszahlt? Ah. Aus Erfahrung, weil wir mit unseren Kunden arbeiten. Hm. Wie gesagt, dafür, wie Sie mir jetzt gerade vorwerfen, dass WhatsApp unseriös ist. Ist es auch. Wir leben im 21. Jahrhundert. Ja, aber Sie kennen auch die Datenschutzbestimmungen gegen WhatsApp. Ja. Ne? WhatsApp ist tatsächlich in ganz Deutschland sogar illegal genutzt. Also man darf in Deutschland eigentlich kein WhatsApp benutzen, wenn man es ganz genau deswegen nimmt. Deswegen nutze ich selber persönlich Telegram, wenn ich ehrlich bin. Ja, eben. Ja, ganz toll. Nutzt halt Telegram, ne? Also ist ja auch nicht viel seriöser. Da haben wir vielleicht zwar einen Datenschutz, wobei man kann es ja nicht nachvollziehen, weil man kennt den Inhaber von Telegram ja nicht. Man weiß ja nicht mal, wo Telegram ansässig ist, wo die Server stehen. Keine Sau weiß irgendwas über Telegram. Ist aber auch ganz gut so, dass es Telegram gibt, weil sonst könnte sich ja niemand mehr irgendwie möglichst anonym unterhalten. Ja, aber um nochmal auf das WhatsApp-Thema zurückzukommen. Ja, WhatsApp ist in Deutschland nicht so wirklich legal. Das ist alles, naja, ich glaube nicht mal mehr eine Grauzone, weil das Problem ist ganz einfach. Auch Instagram und Facebook machen das genauso, aber es ist ja auch alles der gleiche Konzern. Wenn ihr euch bei WhatsApp, bei Instagram oder bei Facebook anmeldet, dann bieten euch diese Plattformen so ein, ja, also gerade auf den Smartphones, bieten sie euch an, gleich mal eben eure komplette Kontaktliste, also alle Handynummern, die ihr am Handy habt, bieten die euch an, direkt mal hochzuladen auf den Server und zu vergleichen, wen ihr so kennt. Das Problem ist dabei, ihr müsstet rein rechtlich jeden Einzelnen darüber, also erstmal informieren, dass ihr jetzt WhatsApp habt und den Knopf da gleich drücken wollt. Und dann müssen 100% eurer Kontaktliste dabei zugestimmt haben. Und im besten Fall habt ihr das schriftlich, weil streng genommen, wenn irgendjemand von meinen Freunden sich WhatsApp runterlädt und ich merke das, kann ich ihn anzeigen, wenn ich das nicht will. Weil fallen immer die Worte nicht so einfach ein. Also auf jeden Fall ist es ein Verstoß gegen den Datenschutz, weil meine Telefonnummer wurde einfach auf irgendeinen Server hochgeladen. Und wer garantiert mir jetzt, was ja mir niemand garantieren kann und auch schon häufig passiert ist, wer garantiert mir jetzt, dass meine Daten bei Facebook auf dem WhatsApp-Server sicher liegen? Tja, was meint ihr, wo diese komischen SMS herkommen? Ihr Paket in der Packstation, bla, irgendwas. Das sind meistens Facebook-Datenlecks gewesen, wo irgendwelche Kriminellen es geschafft haben, die Facebook-Server zu hacken. Auch wenn Facebook versucht, da rigoros vorzugehen. Aber ein Hacker ist immer, oder der Hacker muss nur besser sein als das System. Nichts ist unhackbar. Die teuersten und besten Gerätschaften sind deswegen nicht absolut sicher. Das gibt es einfach nicht im Internet und wird es auch niemals geben. Denn alles, was programmiert wurde,
kann man umschreiben. Und alles, was programmiert wurde, hat Lücken, weil Menschen das programmiert haben. Und selbst wenn Maschinen das programmieren würden, was teilweise auch schon existiert, dann gibt es irgendwann eine bessere Maschine, die das alte System einfach aushebeln kann. Und tja, und das ist einfach das Problem. Ihr ladet da was hoch, dann werden die Daten geleakt. Tja, und dann, im schlimmsten Fall, gibt es eine Anzeige. Ich meine, passiert selten. Aber es gibt's auch. Es gibt Gerichtsurteile darüber, dass Freunde einfach oder Bekannte einfach WhatsApp installiert haben. Oder man hat ja auch manchmal fremde Telefonnummern in WhatsApp. Ne? Also man hat ja, was weiß ich, man hat vielleicht einen Anwalt oder keine Ahnung, was da so alles gibt. Ne? Also man hat ja auch Kontakt mit anderen Menschen. Und gebt ihr jetzt, was weiß ich, die Telefonnummer von eurem eigenen Anwalt ins Telefon ein, ja, und ihr habt WhatsApp, ja, dann wird die Telefonnummer vom Anwalt bei WhatsApp hochgeladen. Und der müsste da theoretisch zustimmen. Ne? Also es betrifft halt eben auch nicht nur Freunde und Bekannte aus eurem Umfeld, sondern jede Telefonnummer, die ihr in eurem Handy habt. Aber ja, ich nutze WhatsApp natürlich auch. Und das soll jetzt hier nicht so klingen, wie es klingt. Ich bin nicht grundsätzlich gegen alles. Nur ich versuche nur natürlich, dass jeder darüber einfach auch mal nachdenkt, ne? Was man da so mit seinen technischen Gerätschaften macht und wie der Datenschutz so eigentlich steht. Ich meine, letztendlich bin ich jetzt ja auch keine seriöse Quelle, wo ihr 100% sicher sein könnt, dass alles stimmt, was ich sage. Letztendlich bin ich einfach auch nur ein privater Dude, der hier irgendwelche Sachen zusammenschnipselt und dann ins Internet hochlädt. Aber man kann es ja nachlesen, ne? Und ich sag mal, letztendlich ein Denkanstoß reicht ja oft schon aus, um ja ganze Sachen, ganze Abläufe im eigenen Dasein zu verändern. Ne? Also indem ihr wisst, dass es Betrug gibt, fällt man auf die Scheiße halt selber schon mal gar nicht mehr so schnell rein. Natürlich gibt es für jeden den passenden Betrüger und auch jeden leider den passenden Moment, betrogen zu werden. Es reicht schon beim Einkaufen aus, Portemonnaie geklaut, ist ja auch eine Art von Betrug. Aber, ne, also ihr wisst, was ich meine. Schon seit mehreren Jahren, ja. Aber WhatsApp ist definitiv keine seriöse Basis für irgendein Finanzgespräch. Keine seriöse Basis vielleicht nicht, aber es ist für alle sozusagen zugänglich. Alle Menschen haben gerade Zugriff. Die junge Generation ist halt einfach ja, ist aber auch nur ein Indiz dafür. Das ist nur ein Indiz dafür, dass ihr betrügerisch arbeitet. Das ist wieder nur ein Indiz, dass ihr die Masse abgrasen wollt und nicht und ihr dass ihr absolut aufs Gesetz schaltet. Von der ganzen Weltbevölkerung investieren gerade in Bitcoins, in Kryptowährungen 1%. Ja, genau. Und das ist tatsächlich auch ein Problem, da Kryptowährungen, jetzt wurde wieder jemand beschissen im Hintergrund, ich kenne mich damit aus mit der Glocke. WhatsApp ist keine Basis und was ich sagen wollte, ist Kryptowährung. Noch gefährlicher geht's gar nicht. Kryptowährung wird von dem Hersteller der Kryptowährung selbst festgelegt, wie der Wert ist. Und der kann morgen total im Arsch sein. Der kann im Arsch sein, aber immer mehr Menschen werden da rein investieren und irgendwann mal wird man damit zahlen. Also ja, wenn oder wir auch anschauen, nicht. So den Geldfluss. Kryptowährung ist überhaupt nicht reguliert. Da gibt es gar keine Regularien zu. Es wird aber soweit kommen. Ja, das ist ja schön, wenn es soweit kommt, aber vorher sollte man. Das ist eine Revolution und das wird, ja. Also, wenn Sie. Man kann sich das natürlich auch schön haben wollen, dann muss man natürlich man muss da früh genug rein investieren. Das ist nichts anderes wie der ganze Geldfluss, wenn die ganze Pyramide anfangen. Es war früher alles mit Münzen, dann gab es irgendwann Papiergeld. Jetzt ist alles über Online-Banking, Apple Wallet, mit Handy bezahlen, mit Apple Watch bezahlen. Sehen Sie sich doch einfach die Revolution mal an. Ja, aber das hat ja nichts mit Bitcoin zu tun. Ja, natürlich hat es was damit zu tun, weil das ist der nächste Schritt und das ist das nächste Zahlungsmittel. Nächste Zahlungsmittel, wenn die Regierung sowas auch zulässt und das wird nicht passieren. Ja, ich denke schon. Und wenn ich in Deutschland, ich meine, Europa wird demnächst wahrscheinlich auseinanderbrechen und auseinanderfallen, so wie es gerade einfach läuft mit der Pandemie und dem ganzen. Das ist die traurige Wahrheit. Ja, das ist einfach so. Es ist einfach die Zukunft und irgendwann wird wahrscheinlich jedes Land seine eigene Währung haben und viele Länder, glauben Sie mir, werden in Europa Bitcoin, Kryptowährung an sich, Shiba Coin, Ethereum zulassen und man wird damit bezahlen können. Wenn nicht nur online, man wird auch im Supermarkt bezahlen können. Damit ist es einfach die Wahrheit und es ist einfach die Revolution. Man muss mit dem, sich dann früh genug in den Zug setzen, damit man dann halt auch einfach zu denen gehört, die Gewinner sein werden und nicht die Verlierer. Ja, aber viel gefährlicher als mit Kryptowährungen zu handeln, kann ich mein Geld eigentlich nicht verdienen. Weil da kann das Geld noch schneller weg sein, als ich es verdiene. In Rohstoffe, in Aktien oder sonstiges, Firmenanteile,
Aktien kaufen. Ja, aber genau das ist doch einfach das Problem. Ihr werbt die ganze Zeit mit irgendwelchen Kryptowährungssachen und dabei ist das sogar zum Großteil eigentlich in Europa auch sogar teilweise nicht komplett, aber zum Großteil ist es sogar verboten, so wie ihr das bewerbt. Mal davon abgesehen, warnen alle davor, genau so wie ihr das bewerbt. Mit Kryptowährung kann man richtig auf die Schnauze fallen. Natürlich kann man. Natürlich kann das fallen, aber es kann auch genauso am nächsten Tag steigen, weil einfach zum Beispiel die Bevölkerung von China mit über einer Milliarde dann anfängt, auch vielleicht die Kryptowährungen zum Beispiel zu kaufen und dann steigt einfach der Kurs von einem auf den anderen Tag auf 400, 500, 600% oder noch mehr. Ja, und das stimmt tatsächlich sogar. Also grundsätzlich, Kryptowährung ist nicht so schlimm, wie sie immer verteufelt wird. Aber was halt eben auch ein Fakt ist, mit Kryptowährung wird viel Scheiße getrieben. Und Kryptowährung ist nun mal einfach nicht, Kryptowährung ist keine Landswährung. Die gehört keinem Land an, die Kryptowährung läuft halt nebenbei als zusätzliche Währung. Und ja, es gibt auch in Deutschland das ein oder andere Geschäft, wo man bereits jetzt, heute schon mit Bitcoin bezahlen kann. Allerdings sind die Bitcoin-Schwankungen in der letzten Zeit so extrem, dass man einfach nur noch mit auf der Schnauze fallen kann. Und Gewinne macht man ja nur dann, wenn man zum richtigen Zeitpunkt aussteigt. Wann der richtige Zeitpunkt ist, tja, das wisst ihr aber vorher nicht, weil man nie weiß, wie morgen der Kurs steht. Schon so wie sie das sagt. Es kann morgen 600 oder 6000% im Plus sein. Das ist ja nicht mal unbedingt gelogen. Das gibt's alles auf der Börse. Aber es kann auch genauso gut ins Minus rutschen. Also genauso wie es hochgeht, geht es auch runter. Und das passiert die ganze Zeit. Ich meine, wenn ihr vor 10, 15 Jahren, keine Ahnung, wann genau Bitcoin auf den Markt kam, wenn ihr damals dann Bitcoin gekauft habt, ich glaube, da war ein Bitcoin 1 Euro. So, heute ist dann dieser eine Bitcoin, ist, gut, das schwankt auch immer wieder. Also je nachdem, wann ihr das Video hier hört, könnten die Zahlen schon wieder falsch sein. Aber Stand aktuell war das bei 55.000 Euro irgendwie so bummelig. Es war auch schon bei 60.000 mit dem Bitcoin, ist aber wieder runtergekracht auf 38.000. Wenn man zum richtigen Zeitpunkt das Bitcoin oder den Bitcoin ausgezahlt hätte, also zurück in Euro getauscht, hättet ihr für einen Euro, den ihr damals investiert habt, 62 oder 63.000 Euro bekommen. Na, also das kann man sich ja ausrechnen. Und wenn man da 100 Euro reingesteckt habt, dann ist es ja auch verhundertfacht. Habt ihr 1.000 Euro reingesteckt, habt ihr das vertausendfacht. Und so sind natürlich viele Millionäre entstanden. Naja, aber so ist es halt auf der Börse. Wenn einer Millionär wird, muss dieses Geld auch irgendwo herkommen. Das Geld liegt nicht irgendwo in irgendeinem Portemonnaie oder in irgendeiner Sparkasse und wartet darauf, dass das, ne? Also wenn man handelt, was der eine gewinnt, hat jemand anderes verloren. Ist einfach so auf der Börse. Ja, natürlich, das kann alles passieren. Ja. Aber letztendlich. Und man kann sich dann halt das Geld ausbezahlen. Bei uns kann man sich das Geld ausbezahlen. Naja, unsere Finanzanalytiker nehmen 10%. Nein, das wird dann im Vertrag stehen. 10%. Ja, man kann ja da viel reinschreiben. Alles andere. Naja. Herr Rollsteiner, ich werde Ihnen einfach eine Mail zukommen lassen. Sie können sich das Ganze nochmal anschauen, durchlesen. Unsere Lizenz, unsere Bewertungen, unsere Website. Dann können Sie MetaTrader 5 nochmal anschauen. Und dann können wir nochmal, wie gesagt, morgen reden oder wann Sie auch immer Zeit haben. Ich weiß nicht, sind Sie gerade in der Arbeit oder zu Hause? Ich bin zu Hause und gleichzeitig auf Arbeit. Ach so, Homeoffice, genau. Alles klar. Ja, wie ganz viele heutzutage, ne? Okay, also sind Sie dann damit einverstanden, dann schauen Sie einfach mal im Spam-Ordner, weil oft ist es im Spam-Ordner manchmal auch nicht, je nachdem. Was für eine E-Mail? Sie haben ja einen, ich kenne die gar nicht, mdccfun.de. Das ist richtig. Kann Ihnen gerne eine E-Mail schreiben und dann schauen Sie sich das nochmal an. Mein Name ist Christine Huber. Sie können, Herr Steiner, jetzt habe ich schon Christine Steiner gesagt, vor lauter Verwirrung. Aha, vor lauter Verwirrung hat sie auf einmal meinen Namen als ihren Namen angesehen. Ich glaube, ihr ist fast der eigene echte Name rausgerutscht. Vermutlich. Ich meine, das ist jetzt hier nur eine Behauptung und eine Unterstellung. Kann natürlich alles auch anders sein, aber naja, zumindest war das hier ziemlich, weiß ich nicht. Also ich glaube ihr das auf jeden Fall nicht, dass sie so heißt. Was ich allerdings hier glaube, dass die schon überzeugt ist von dem, was sie da tut. Nur die Firma, in der sie arbeitet, die ist auf jeden Fall nicht sauber.
und sie können sich das anschauen und sich eben bei mir melden, entweder rückmelden bei der E-Mail oder ich rufe sie einfach an und wir vereinbaren ein Callback, dann kann ich das im System bei mir eintragen. Mhm. Also Sie sind auf jeden Fall die Erste, die nicht gleich ins Hurensohn oder sowas ins Telefon brüllt. Die meisten, die brüllen immer gleich Hurensohn und fick deine Mutter und... Sehr schön. Mhm. Das ist eher leider der Fall, dass ich so beschimpft werde und erniedrigt und ich mache auch nur meinen Job und meine Arbeit und kenne mich, wie gesagt, aber auch schon damit aus. Tja, das ist schon tragisch, wenn sie das da immer am Telefon hören muss. Sollte ihr aber vielleicht auch zu denken geben, ich meine, sie hat es jetzt hier gestanden, dass sie sowas ziemlich oft am Telefon hört. Da vielleicht, also da verstehe ich dann immer nicht, warum werden die Leute da nicht wach? Irgendwann muss man doch mal wach werden, wenn man einen scheiß Job macht und die Leute beleidigen einen nur am Telefon, dann hat das Gründe. Naja, aber irgendwie, weiß ich nicht. Also manchmal tun einem die Leute leid. Also hier ist auf jeden Fall sehr, sehr auffällig gewesen. Naja, die war ja mal nett. Auch wenn es manchmal fast in eine falsche Richtung abgedriftet wäre, aber die hat sich ja wirklich benommen und professionell verhalten. Was mir eher sagen würde, dass sie vielleicht vorher mal bei einem vernünftigen Callcenter gearbeitet hat. Und jetzt einfach nur in einem scheiß Callcenter gelandet ist. Das Problem ist halt oft, man merkt halt nicht so gleich, wo man arbeitet und was da so, ja, was ringsrum ist. Und in der heutigen Zeit muss man ja teilweise echt froh sein, dass man überhaupt Arbeit hat. Von wegen so nach dem Motto, ja, man soll das machen, worauf man Bock hat. Ja, das gibt's doch schon 1000 Jahre nicht mehr. Sicherlich in manchen Branchen, aber auch nicht überall. Das ist dann einfach Wunschdenken. Ja, ich meine, welcher Mensch sagt sich, yay, ich gehe jetzt wieder arbeiten, habe ich voll Bock zu. Gibt's halt kaum noch. Sicherlich der eine oder andere, alles klar, aber weiß ich nicht. Die scheint ja einfach fehl am Platz in diesem Callcenter zu sein. Traden mit Aktien und. Ich habe auch studiert und nicht einfach so. Macht das einfach für den Spaß. Also wie gesagt, müssen Sie sich überlegen. Ich schreibe Ihnen eine Mail, kann ich Sie morgen um die gleiche Zeit ungefähr zurückrufen? So um 3. Ja, Sie können es da nochmal probieren, ich bin ja immer zu Hause. Vielleicht gehen Sie auch nicht ran, oder? Doch, alles ich gehe immer ran. Dafür ist die Leitung hier extra da. Alles klar. Mhm. Gut, Herr Steiner, dann wünsche ich jetzt einen schönen Abend und schauen Sie sich meine mal an und dann können wir morgen nochmal drüber reden. Alles klar. Ja, super. Schönen Tag, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja, also soweit ich mitbekommen habe, hat sie nicht nochmal angerufen. Also ich habe jetzt hier auch nichts weiter dazu gefunden. Wie gesagt, die Anrufe liegen ja immer ein bisschen schon zurück, bis ich das schneide und bis es online kommt. Auf jeden Fall gab es auch keine E-Mail. Also es gab keine E-Mail, keine weitere Informationen, die hat es dann halt einfach sein lassen. Was halt auch wieder so ein Indiz dafür ist, dass das Ganze hier nichts anderes als Betrug ist. Ein bisschen leid tut sie mir ja schon, weil sie hat sich ja auch wirklich vernünftig benommen. Das ist sehr, sehr, sehr selten, das wisst ihr ja. Normalerweise haben wir hier oftmals dann die Beleidigung. Ist auch mal ganz schön, dass so ein Gespräch eben auch mal anders verläuft als... so wie man das kennt. Sie hat sich auch nicht persönlich angegriffen gefühlt. Von daher ja meine Vermutung, dass sie sicherlich schon mal professionell in irgendeinem Callcenter vernünftig gearbeitet hat. Tja, aber manchmal rutscht man halt falsch aus, ne? Und dann hat man halt den falschen Job. Kann man jetzt auch nicht ändern. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, der kann gerne auch noch uns auf Twitter besuchen unter ccabzocke oder callcenterabzocke. Hinterlasst auch gerne dort ein Abo. Schreibt mir gerne noch was Nettes in die Kommentare, was ihr so über dieses Telefonat denkt. Und wer möchte, findet jetzt hier noch eine Playlist mit lauter anderen Videos auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.